Hallöchen! Danke! Ja! Strandmatte, hä? Woo! Kann man eigentlich schon fast so lassen. Ja. Sieht doch schnell aus, oder? Bei mir ist jetzt so Road to 400k, geht bald los. Also wenn er eh ab und zu schon mal hier vorbeikommt, drückt doch einfach auf. Ich würde mich freuen. Und jetzt geht's rein. Nächster. Wen wollen wir spielen? Paul, Felix, Elias, Leon, Luis, Finn, Lukas, Philipp oder Tom? Ja, Finn ist eigentlich, ne? Finn ist Raketenwissenschaftler, aber der hat einiges an Geld, so wie ich. Junge, sehe ich schnell aus. Junge, meine Haare sind so schnell, da hilft mir nicht mal meine Armbanduhr, um die Stundenkilometer auszurechnen. Wir nehmen Finn. Wählen Sie Ihre Frau. Ja, dann nehme ich Pauline. Solvay. Tutoriale. Es geht ja schon gut los, Alter. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, ja, zu einem, naja, Hausverkaufs-Simulationsspiel. Ich persönlich weiß nicht, worum es geht oder wie dieses Spiel funktioniert. Hallo, mein Schatz. Hallo? Oh mein Gott, was ist mit dir? Aber ich weiß, dass es hier um Geld geht. Deshalb gehen wir heute mal rein. Öffne den Koffer und nimm das Geld. Ich nehme den Koffer. 37k. Davon kann man sich was leisten, sag ich. Wir machen erstmal das Tutorial. Ich hätte schwören können, da war meine Frau. Öffne das Inventar. Ich drücke Tab. Ich habe eine Cola da. Hallo, mein Schatz. Viel Spaß auf der Arbeit. Hahaha. M-Karte öffnen. Was ist denn hier los? Wir haben auf jeden Fall eine Cola-Dose dabei, eine Tüte Chips, einen Donut und Pommes von Gerber King. Geschmack ist King. Und das sind wir, Finn. Ja. So, okay, auf M gibt es eine... Ey, ist das Open World oder was? Das ist ja voll geil. Okay, habe ich erledigt. Haltestelle gehen, irgendwo hinfahren. Gut. Ich gehe duschen. Du Schatz, ich würde mit dem Bus jetzt wegfahren, okay? Hau rein. Hau ab. So, schön. Okay, wo wollen wir hin? Pferdladen? Komm, wir fahren mal zu Büro. Okay, ging nicht, warte. Casino? Officer, ja? Na gut, wollen wir hier reingehen? Alter, hier geht's ja richtig rund. Kann man hier einfach zocken? Oh mein Gott. Komm, 1k. Gönn! Komm, doppelt oder nichts, ja? Freunde, und so und nicht anders macht man Geld. Hier sind irgendwelche Ladies, die hier irgendwie rumdancen. Hier ist so eine komische Frau mit einem wirklich epileptischen Anfall auf einem Tisch, ja? Okay, aber hier wollen wir ja erstmal gar nicht hin, oder? Komm, wir gehen mal in die Ortschaft und schauen einfach mal, was da so abgeht. Das ist unser... Guck mal, das ist unser Büro hier. Hier kann ich hin. Bürogestaltung. Aha. So, Aushängeschild. Sterzix. Geld einreibe. Scheiße! Reichtum. Schmeichtum. Ja, passt doch. Ist doch klasse. Reichtum, Schmeichtum. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal in die Stadt und die Häuser kaufen, oder? Und dann kassieren wir, glaube ich, die Mieten von den einzelnen Sachen, oder? Auf nach Notting Hill. Oh, guck mal, was wir hier haben, Leute. Ja? Für Häuser alle. Geh nach Hause schlafen. Ich bin gerade hier angekommen. Was ist mit euch? Wo wohne ich denn nochmal? Wo ist mein Zuhause? Hier? Nee, hä? Ach, hier. So, Schatz. Oh nein. Ich bin zu Hause. Ey, du glaubst nicht, was das für ein klasse Tag war. Ne? Ey, pass mal auf. Pass mal, hör mir mal zu. Süße Maus. Ich arbeite. Hast du heute Geld verdient? Kannst du es mir geben? Ja, 500. Ey, danke. Solvay, einfach eine tolle Ehrenfrau. Ich würde sagen, wir legen uns erstmal hin. Also,
Ach, die paar Tausend, hä? Ich gehe ins Wohnzimmer. Mein Schnuckelputz geht auch schon wieder hier nach unten, hä? Gut, schauen wir doch mal, was wir hier haben. Oh, die Frau sitzt schon auf der Couch. Komm, wir schauen zusammen ordentlichen Streifen, ne? Pass auf, ich mach was von meinem Lieblings-YouTuber an, ja? Der hat ein neues Video rausgebracht vor 2 Wochen. Mit so Truck und so, ja? Komm. Ach, guck mal, hier vorne ist ja sogar schon das Logo drauf, hä? So. Ey, dieses Video ist gesponsert von Manscaped. Ey, Kalle, das ist das Beard Hedger Pro Kit. Das Ding ist wasserdicht. Das hat über 20 Längen mit einem Aufsatz. Das muss man einfach nie wechseln, das Ding. Und warte mal. Der Sound, Alter. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich würde mich hier einmal ganz kurz so, ne? So, wie viel nehmen wir? 5? Das Ding hat 7 Rotoren, die 200 Umdrehungen pro Minute machen. Und damit lässt sich, sage ich mal, der Bart ordentlich stylen. Egal, ob du Vollbart hast oder nur einen etwas dünneren Bart. Das ist ganz egal. Das ist kabellos, das ist wasserdicht, das kannst du überall mit hinnehmen. Und die Pflegepro... Das ist hier zum Beispiel ein Hydrating Beard Cleanser, ein Leave-In Beard Softener. Ey, nur geile Sachen. Mit dem Code Sterzi gibt es ja auch 20% Rabatt, das ist ganz geil. Fahr weiter. Ist ja widerlich. Ey, lass mich doch. Was machst du? Pflege. Was für ein Video überhaupt? Ich darf hier fahren, saufen. Mann. In der Beschreibung also. Na gut. Ja, guck mal, sie geht schon duschen. Die hat gar keinen Bock mehr. Also, so wie ich es verstanden habe, mit den 36.283 Euro gehen wir jetzt erstmal irgendwo hin und schauen, dass wir gemeinsam uns schon mal eine erste Immobilie erwerben. Guck mal hier. Junge Dame! Hallöchen. So. Wir haben hier einen richtig guten Vertrag vorliegen. Ich würde mir das Ganze einmal durchlesen. Oh, 16.214 Dollar, 175 Quadratmeter, 1 plus 1. Eine Wohnung, nicht möbliert, weit weg überall und schmutzig für 16.000. Ich würde da einfach mal die 10.000 vorschlagen und dann gucken wir einfach mal, ne? Nein. Also dafür, dass es in so einem miserablen Zustand ist, also da kann ich auch persönlich nicht, ich kann 11 zahlen? Nee. Also, ich sag mal so, für so einen Preis kann die mir mal gefälligst den bescheuerten Buckel runterrutschen. So, aber das ist ja nicht das Letzte. Guck mal, hier ist auch noch eins. Was ist denn hier mit Ihnen? Ach du Scheiße. Nein, das ist mir zu hoch. Oh, hier ist noch eins. 9.000. Ich mach nochmal ein Gegenangebot. 9.162 bei 100 Quadratmeter. Ich würde mal ein Gegenangebot machen mit 7.000, denn... Nein. Komm, 8.900. Meine Dame, ich verkaufe keine Häuser, ich verändere Leben. Wo ist sie hin? Hä? Okay. So. Ey, wie sieht das denn hier aus? Die Scheiße kann ich natürlich aufräumen, ne? Also wenn ich hier alleine schon mal aufrege, geht natürlich der Mietwert hoch. Oh, das ist ganz schön laut, ne? Wir machen hier erstmal ein bisschen sauber, ne? Letzten Endes ist es halt wichtig, damit wir hier ein bisschen Miete rausschlagen können. Wir haben halt 8.000 oder so bezahlt. 8.900, um genau zu sein. Guck mal, hier ist noch Scheiße an der Wand. Die haben ja überall gegengeschissen. Sprayen wir hier nochmal auf den Boden. So, guck mal, und schon geht die Miete hoch. Jetzt, bevor wir es einstellen, machen wir schön ein Foto für draußen mit Blitzlicht, so wie es sich gehört. Boom, 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 zack, schon ist es drin. Dann gehen wir mal zurück ins Büro. Ich glaube, da können wir unsere Preise einstellen, warte. Reichtum, Schmeichtum, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, wir verscherbeln die Scheiße für 1-1. Sollte schon passen. Jetzt müssen ja die Leute kommen. So, jetzt ist deine Zeit, Sebastian. Verscherbel die Scheiße.
Den holen wir uns, Freunde. Ey, Sie sehen noch aus wie ein Herr von Klasse. Wie kann ich Ihnen helfen? Könnten Sie die Miete senken? Nein, 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 nein. Passen Sie mal auf. Ich bin ein Mann des Volkes, Benjamin, ne? Sie sehen auch nicht aus, als wären Sie Brokey, ne? Weißt du, wie ich meine? Sie sehen aus wie ein adretter junger Mann, ne? Unschlagbares Angebot. 1050, okay? 1050. Das ist nervig. Ich gehe jetzt besser. Ich würde fast sagen, wir gehen noch mal ganz kurz los und kaufen noch mal ein paar andere Immobilien, weil wir haben noch ein bisschen Kohle. Jetzt wird es halt Zeit, glaube ich, zu expandieren. So, was ist denn hier drüben? So, was haben wir hier? Notting Hill, 17.000. Ich würde tatsächlich auf 15.500 runtergehen wollen. Passt das? Ja. Pass auf, zur Feier des Tages gönne ich mir ein bisschen Nagellack an der Ferne. So, 2-2. Ach, das ist aber in Ordnung. Können mich mal. Pass auf, ich hab Ihnen was mitgebracht, ja? Passen Sie auf. Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ich hatte am Anfang auch nur 1 Million auf dem Konto, ja? Aber 26 Tage? Komm, bitte. Alter, was ein Gönner! Ich hab einen Mieter gefunden für das eine Objekt. 1.100 im Monat. Schönen guten Tag, Kollege. Ah? 2-2, aufgeräumt, Dachgeschoss. Kein Bock mehr. Na gut, vielleicht Sie. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist sauber, es ist wunderschönes Zuhause. 2-2 gehört Ihnen. Beide weg! Beide weg! Ich habe beide verscherbelt. Für einen richtig guten Preis aber auch. Wenn ich davon meiner Frau erzähle. Junge, 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 die wird sich freuen für mich. Schatz! Geht doch, bitte. Schatz, ich bin zu Hause! Oh, wie geht's dir? Hast du heute Geld verdient? Ja, gib mir die 500. Hier. So, ab ins Bett. Das war ein erfolgreicher Tag. Ich gehe schlafen. So, 500 Tacken verdient. Du Schatz, bevor irgendwas hier heute passiert, vielleicht gehe ich noch... Achso, ich gehe nur zu der Auktion. Dann sehen wir uns später, ja? Wir wollen ja reich werden. Junge, ich werde sowas von ins Casino gehen. Oh, jetzt hat's voll hinten geknackt. Oh, können wir eigentlich mit dem Auto fahren? So. Schön links. Ach, hier werden jetzt Häuser verkauft, oder wie? Das sind doch meine, oder nicht? Hallo. Hier meine Miete. Aha. Ach so, sammelt man die Miete ein, oder wie? Okay, man geht dann zu denen hin und holt sich die Miete einfach ab. Ich verstehe. Haben wir auch immer gut gemacht bisher, ja? Ich glaube, das haben wir uns verdient, oder? Bisschen ins Casino. Komm, die 12k können wir uns jetzt auch ein bisschen verzocken, oder? So, gehen wir rein. Pass mal auf. Gönn! Ja! Schnur mal hier ran. Komm, gönn, bitte. Oh, komm, gönn Jackpot. Oh mein Gott. Komm, 10k. Gönn! Komm, 7k. Das muss jetzt. Boom! Ey, Henno, Blackjack. Energie! Komm, 10k, 10k. 10k, gönn. Hit. Scheiße, Digga. Hast du kurz Zeit? Ja, klar. Go! Ach, bitte auf meine Bar. Entschuldigung. So, du bist Kumpel von Mikey, der Homie? Ja, Mikey, was ist los mit ihm? Wie heißt du? Jochen. Jochen. Gut, Jochen. Probier doch mal. Haferflocken, ne? Nee. Pringles. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl. Als wäre da Kohlensäure drin. Ja. Pass auf.
Da ist ein bisschen Monster Energy drin. Nee! Und Krombacher alkoholfrei. Tschüss. Hey, Bro. So, ja, ist natürlich scheiße. Komm, 4K, das Leben kann beginnen. Meine Mutter hat immer gesagt, es ist wichtig, wenn man am Boden liegt, vom Boden noch zu schöpfen. Wenn man jetzt aufhört, ist vorbei. Wir bleiben drin. Meine Frau muss davon ja nichts wissen, ne? Schatz! Wo warst du? Schwierig zu erklären. Weißt du, wie ich meine? Also im Casino? Es ist ein... Dann hau ich mir jetzt erstmal einen Donut in die scheiß Figur, Digga. Jetzt hörst du mir mal zu, Sieglinde. Hab das gesamte Wochenende durchgehasselt. Dass du hier sitzen kannst, meine beschissenen Finanzen regelst, junge Dame, ja? Du hältst jetzt deine Fresse. Ja, ihr hört richtig, meine Damen und Herren. Ich habe sehr viel Geld. Und ich habe nicht nur sehr viel Geld, sondern ich habe auch Immobilien. Meine Damen und Herren, ich habe... Ja, ich habe vielleicht zu Hause ein paar Stündchen gespielt. In meiner Freizeit, ja. Aber jetzt haben wir immer ein bisschen Kapital. So. Oh. Kunden, die mieten wollen. Meine Qualitäten sind nicht mein Reichtum, sondern meine zufriedenen Kunden, junge Dame. 16 Tage, 1100, komm. Was redest du für einen Scheiß? Beleidigen lasse ich mich schon mal gar nicht. Mein Herr, Ihr Nacken ist hoffentlich so dick wie Ihr Portemonnaie. Machst du billiger? Auf gar keinen Fall, mein Herr. Wo ist denn eigentlich meine Karre? Ach, weißt du was? Wir holen uns einfach eine neue. Oh, das sind aber auch ein paar Renner, oder? Kann ich... Nur im Lambo fahr ich hier raus. Oh! Heute ins Immobilienbusiness. Junge, der hat auch Nitro, ne? Oh, was bist du denn? Ein kleiner Fifi. Oh, ja, komm mal her. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Hund gezähmt. Gib ihm einen Namen. Elon. Das ist mein kleiner Elon. Folg mir, Elon. Komm mit, Elon. Folg mir. So, hier ist jetzt das Rennen, oder was? Willst du am Rennen teilnehmen? Klar. Aha. Okay. Oh mein Gott. Es ist so laut. Holy shit. Ich muss gewinnen. Oh mein Gott, ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Alles gut. Da vorne. Ich bin ein Alpha, ein Omega. C-Dur. Ein Top-G. Ich bin so ein Top-G. Aus dem Weg, Arschloch. Scheiße, er hat mich gedreht. Das gibt's doch nicht. Er hat mich einfach gedreht. So, auf nach Hause. Mal gucken, was Gertrude Solvay sagt zum... Scheiße. Mal gucken, was Solvay zu meinem neuen Haustier sagt und zu meinem Lambo. Schatz, ich hab ein Lambo. Du bist noch duschen, wa? Ja. So. Ach, weißt du was? Ich taufe das teuerste Pferd, kaufe ich auch noch weg hier. 900? Ja, dann kaufen wir doch ihn hier. So. Ja. Oh mein Gott. Junge, ist das bescheuert. Warum kann man hier reiten? Alter, ist das eine Scheiße. Ach, herrje. Ach, herrje. Ach, herrje. Ja, ja, naja. Ja, Freunde, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mein eigenes Imperium aufgebaut, sage ich euch. Macht's gut oder besser, ja? Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Sterzig. Tschüss.